Dabei. Obsidianformen mit einer verzauberten Diamantspitzhacke und Wasser drauf und gutes. Es wäre doch mal was, oder? Gegen den Durst in der Welt. Man nehme einen Eimer Wasser und schon haben wir unendlich. Ja, fließt ja immer nach. Sehr cool. Die Lösung aller Probleme, bis auf das mit CO2, aber da craften wir uns dann irgendwie so eine Anti-CO2-Maschine, dann geht das. So. Was braucht man dafür? Uff. 1, 2, 3, 4. 2 mal 4 und einmal 2. Glaube ich. Ich glaube 10 oder 12 ist Minimum und mit den Ecken dann, ach was weiß ich. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen was. Zwei haben wir ja noch. Die haben wir uns gerade in die Truhe gelegt. Dann würde ich mal schätzen, mit dem hier bräuchten wir dann, na, nehmen wir einfach mal so 12 mit. Dann haben wir noch zwei drüben in der Kiste. Dann bauen wir uns da ein schönes Portal, suchen uns ein gemütliches Plätzchen. So. Und dann wird es schon werden. Ich hoffe mal, wir spawnen da nicht gleich bei 20 Ghasts und 50 Zombie-Pigmen und überall Lava, Feuer und Bum Bum. So. Ein Höllenportal genau in der Netherfestung. Ideal. Ja, ideal. Zwar nicht unbedingt genau in der Nähe von dem Lohnspawner, damit ich nicht, wenn ich reinkomme, schon wieder hier so bum bum. Sondern schön zentral. Ne? Und später dann kann ruhig ein Lohnspawner sein. Das wäre ideal. Können wir uns dann nämlich gleich mal mit den Stäben draus. Schönen Zaubertrank, Brautisch machen. Das wäre tippitoppe. Blubbert's noch überall. Ach komm, nehmen wir noch ein bisschen was mit. Hammer dünn. Ich schätze mal so um die 10, 11 werden es sein. Schauen wir mal. 15! Holla die Waldfee. Das langt. Das genügt, das genügt lang. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Das sollte so funktionieren. So. Hast du neigelegt? Ne? Hast du neigelegt? Ne? Was ist das eigentlich? Das ist eine Höhle, ja. Könnten wir später auch noch erkunden. Das ist schon wieder ein bisschen nachgewachsen. Perfekt. Nehmen wir auch gleich mit. Können wir das hier noch ein bisschen abgrasen hier. So. Sadala. Dann haben wir 17 davon. Eier nehmen wir noch mit. Und wo machen wir es denn? Also ich würde sagen, irgendwo hier. Weil dahinter ist ja dann eh gleich wieder alles, ja, frei, könnte man sagen. Also Tageslicht etc. pp. Und ich bin ja ein Höhlenmensch und da will ich ja nicht unbedingt rausgehen, ne? So Kellerkindmäßig. So. Machen wir ein komplettes. Hoffentlich reicht's. Wie groß ist das? Kann ich da schon zumachen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das gehört so.
Ja, sollte passen. Naja, okay, dann fehlt dort zwar ein Eck, aber das überlebt es und ich überlebe es auch, also soll es passen. Gut. Was brauche ich denn? Die Rüstung, ja, die geht noch. Da habe ich jetzt eher weniger Bedenken. Dann Steinspitzhacken, ja, die brauchen wir halt, wenn wir irgendwas abbauen wollen. Eine Werkbank, Pflasterstein zum Zubauen erstmal, dann nehmen wir uns nochmal ein Stack mit, damit wir nicht gleich bedrängt werden. Dann hier, das mache ich schnell kaputt. So geht das nicht kaputt. So. Schön. Erde farmen. So. Was auch verbraucht haben. Wir könnten uns einen Mülleimer bauen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Ne. Das Wasser, das nützt uns in der Hölle gar nichts. Das kann ich auch da lassen. Das nehme ich erstmal mit. Leitern. Brauchen wir Leitern? Ich nehme es mal mit. Wenn wir irgendwo hoch müssen, kann nicht schaden. Goldener Apfel. Nee. Nicht wirklich. Hühnereier brauchen wir auch nicht. Ich meine, dort werden wir jetzt wohl kaum hier so. Komm schon, komm zu Papa. Wenn wir kaum Hühner spawnen lassen, das ist jetzt das ist nämlich idiotisch. Die Steinhacke lasse ich auch mal da. Die kann ich auch reinlegen. Obsidian braucht jetzt auch keine Sau. Fackeln haben wir noch. Joa. Die lege ich erstmal rein. Und damit sie brennen in der Hölle. Dann bauen wir uns noch ein Feuerzeug. Dann kann es losgehen. Ach, die Schaufel lege ich jetzt erstmal weg. Die lasse ich da. Hohoho, aus Sicherheitsgründen, wenn ich sterbe, kann ich es wieder aufheben. Wenn ich sterbe, ist es aus. Egal. Jetzt hier. Warten, bis sich die Frames hier wieder geholt haben. Da drin werden sie eh wieder down gehen. Und die geile Animation. Wir müssen. Was? Erzielen? Achso, Achievement erzielt. Wir müssen noch tiefer gehen. Irgendwie sowas. Okay. Ich bin zufrieden. Schönes Plateau, nicht auf dem Berg. Ein Gorst haben wir auch da. Ja, super. Kloster. Liebe Frames, geht wieder hoch. Nein, böse Frames, jetzt. Hier Soul Sand, glaube ich, ist das eh schon. Das brauchen wir dann auch. Das ist ideal. Normalerweise muss man hier denn nämlich Ewigkeiten versuchen. Baut man die jetzt schneller mit dem oder mit einer? Ich glaube, die baut man mit einer Schaufel schnell ab. Tatsache. Das geht mit dem schneller. Ich hoffe mal, die Ghasts werden hier nicht so ein Riesenproblem werden. Wir haben ein kleines Dach drüber über uns. Was mich eigentlich sehr freut, weil ich hasse es wirklich, wenn hier überall Ghasts sind und ein sozusagen das Leben schwer machen. Das kotzt einfach an. Zudem machen die auch so viel Flächendamage, also das heißt, versauen die ganze Landschaft. Das ist asozial. Ich glaube, Soul Sand wächst im oberen Bereich jetzt auch schon. Also früher war es ja so, dass es nur in der Hölle gewachsen ist, glaube ich. Nicht Soul Sand. Netherwarzen, so. Die sind ja, glaube ich zumindest, früher nur in der Hölle gewachsen. Und ich glaube, jetzt wachsen sie oben auch. Ist auch mal wieder so eine Neuerung. Muss ich ausprobieren. Wenn die Frames wieder da sind, weiß ich nämlich nicht genau.
Es tut mir übrigens leid, wenn es jetzt wieder ein bisschen, immer wieder mal ein bisschen laggt. Aber ich muss hier überall rumdumm gehen. Boah, boah. Leck mir das Nüsschen. Ich kann Minecraft nicht aufnehmen, Mama. Nee, ich bin friedlicher. Ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch, beschnüffelt mich. Aber lasst mich durch. Gott, diese Lags. Es tut mir wirklich leid. Ich habe gesehen, sie sind in den Videos auch da. Also, sorry für das. Aber hier muss natürlich auch erstmal eine neue Welt erstellt werden. Also geladen werden. Hier waren wir ja noch nicht und darum muss es erst mal das schöne Java, das. Ich find's. Ich weiß nicht, leckt dann auch meine Stimme, wenn sie leckt. Also ich finde es ein bisschen schade eigentlich, dass das mit Java läuft, weil Java ist dann doch anfällig, sowohl für Viren. Weil so ziemlich, so viele Viren kriegt man ja auch über Java, soweit ich weiß. Und auch irgendwie Java sagt auch einiges aus von wegen PC, Betriebssystem, Auflösung etc. pp. Die ganzen Daten werden von Java versendet im Internet, wenn man es denn nicht ausstellt im Browser. Mir fällt gerade auf, dass ich vielleicht den Rückweg irgendwie markieren sollte. Weil andernfalls komme ich hier nicht mehr raus. Oh, Kacke, das wäre echt übel, wenn ich jetzt nicht mehr rauskäme. Wir sind von da unten her. Also wir müssen uns den Weg irgendwie markieren. Andernfalls verlaufen wir uns hier. Und das ist definitiv nicht das, was ich will. Ach du Heilige. Bumm. Das ist ein netter Kollege. Hängt einfach mal so rum. Ich frag mal nach, wie es ihm geht. So. Lieber Gast, fangen wir an zu heulen. Ja. Das ist cool. Na, hier kann er ruhig öfters bauen. Gastrenne. Läuft. Regenerationstränke for the win. Kann man ja immer mal gebrauchen. Schubs. Verbraucht es? Warum probiere ich das mit dem Verzauberten aus, ob das irgendwas verbraucht? Egal. Naja. Oder auch nicht egal. Wie mache ich es denn? So. Bauen wir uns einen Wegweiser. So. Da wo der höhere Stein sitzt, da muss ich hin. Schätzungsweise, das sollte funktionieren. Ja, das soll ein schräger sein. Ich weiß, kaum erkennbar. Vielleicht finden wir auch Magma-Schleim-Dingstel. Die könnten wir für Feuertränke gebrauchen. Also nicht Feuertränke, sonst eher Feuerresistenztränke. Dann kommen wir nämlich einfach mal in Lava schwimmen. Und das Coole ist, ich glaube, da trinkt man nicht mal. Halleluja. Nee, Tatsache, ich glaube, da trinkt man nicht mal. Fällt mir gerade auf, ist relativ unlogisch. Naja. Ja, komm, jetzt haben wir hier so einen gigantischen Überblick, ist denn hier nirgendwo eine Festung. Ich will aber. Oha. Vor lauter Lags. Aufpassen, dass man nicht irgendwo reinfällt.